Merkt aber, ich mache Paint, Leute. Kein Problem. Ich werde euch jetzt. Ich gebe gerade Free Coaching, okay? Besser passt ihr jetzt alle auf. Okay? Das sind die Spiele, die ihr spielt. Das sind die Spiele, die ihr spielt, okay? Das ist ein Tortendiagramm. Wer das nicht kennt, muss wirklich nochmal zurück in die Schule. Okay, und so funktioniert das. Hier. Das sind Siege. Okay? Und das sind 25%. Free Win. Free Win. Okay? Und das hier sind Niederlagen. Und das sind auch 25%. Okay? Und das hier, diese Sachen, die gleichen sich immer aus. Die gleichen sich immer aus. Okay, und 50% der Spiele. 50% der Spiele. Das ist dann Skill. Okay, da kommt es auf euch drauf an. Okay, auf diese Person, das seid nämlich ihr. In 50% der Spielen entscheidet ihr den Ausgang. Okay. Und diese Game, diese Seite hier, diese Seite, die ist so irrelevant für euch. Ihr könnt hier nichts dran ändern, okay? Hier ist nichts dran änderbar. Das wird immer passieren. Das wird immer passieren, egal wie ihr spielt. Ganz egal, wirklich 100% egal. Welche Spiele ihr gewinnen wollt, sind die hier. Okay? Das sind die Spiele, die ihr gewinnen müsst. Und bei diesen Spielen kommt es immer auf euch drauf an. Okay, da kommt es auf euch drauf an. Da müsst ihr zeigen, dass ihr in eine bessere Elo gehört. Okay, das ist Lektion Nummer 1. Lektion Nummer 1, wenn ihr das verstanden habt. Wenn ihr das verstanden habt, dann ab die Post direkt 5 Divisionen höher. Okay. Und dann... Dann mache ich jetzt noch was, okay. Ich meinte 2 Lektionen. Ich meinte 2 Lektionen, dann zeige ich euch jetzt auch 2 Lektionen, okay? Die zweite Lektion. Den möchte ich nicht. Die zweite Lektion. Was ist die zweite Lektion, okay? Ich zeige euch das jetzt kurz. Ihr denkt euch jetzt, okay? Phil, was machst du hier? Okay. Und ich sag euch, ich baue gerade euer Ranked Game zusammen. So. Und jetzt hört zu. Und jetzt hört zu. Das hier seid ihr. Okay? Das hier seid ihr. Das hier sind eure Mitspieler. Und das sind eure Gegner. Wir gehen jetzt davon aus. Wir gehen jetzt davon aus. Dass zu, sagen wir mal, 10%. Zahl ist irrelevant, okay? Es kommt immer auf das Gleiche drauf an, drauf aus, drauf... Es geht immer in die gleiche Richtung, okay? Und in einem Game sind zu 10% immer ein Inter, okay? Immer Int. Hier, Int. Okay? Oh, was habe ich denn jetzt gemacht? Okay, boah, gerade erschrocken. So, 10% immer ein Int. Und jetzt schaut mal, zählen wir mal nach... Zählen wir mal nach, jetzt, wie viele andere Mitspieler ihr im Team habt, okay? Potenzielle Inter habt ihr nämlich im Team. Ihr habt nämlich potenzielle Inter und AFKler, okay? Und ihr habt 1, ihr habt 2, ihr habt 3, ihr habt 4. 4 potenzielle Inter habt ihr, okay? 4. Merkt euch das, 4. 4, okay? Und jetzt zählen wir mal beim Gegner nach. Wie viele potenzielle Inter hat denn der? Ihr habt 1, 2, 3, 4, 5. Okay. Okay, 5. Was bedeutet das denn jetzt? Was bedeutet das denn jetzt? Mathe, Mann. Das bedeutet jetzt, ihr habt tendenziell 4 Inter und die Gegner haben 5 Inter. Jetzt kommt ihr vielleicht zu dem Gedanken, Phil, was sagt mir das jetzt? Das erkläre ich euch. In dem Gegnerteam werden tendenziell, wenn ihr nicht jedes fünfte Spiel
getrollt, intet, irgendwie ein schlechtes Game habt, dann werdet ihr immer weniger Inter haben im Team. Okay, immer Inter. Nee, immer weniger. Dumm bist oder sowas? Immer weniger. Weil ihr seid Superman. Super. Okay? Ihr seid super. Aber das geht nur auf, wenn ihr kein scheiß Inter seid. Okay? Also bitte erzählt mir nichts davon. Phil, wie soll ich denn gewinnen, wenn meine Botlane immer 0-20 geht? Ja, ich sagte das. Sei einfach kein ekeliger Inter. Weil dann kannst du nur gewinnen. Dann kannst du nur climben. Weil die gegnerische Botlane geht viel öfter 0-20 als deine Botlane. Okay? Wegen dieser Rechnung hier. Sie sind geistig behindert. So. Und wenn ihr ein scheiß Inter seid. Wenn ihr ein scheiß Inter seid, dann haltet euer Maul. Denn dann habt ihr es nicht verdient zu climben.